Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und dieses Mal geht es um Lost Place. Hier haben wir ein sehr gutes Gelände und da haben wir auch gleich schon was entdeckt. Wir schauen uns das alles mal genauer an. Ich bin auch nicht alleine unterwegs. Ich habe meinen Kollegen dabei, weil alleine sollte man sowas halt nicht machen. Es kann immer mal sein, dass man sich verletzt. Ist immer gut, wenn man eine zweite Person dabei hat. Gut, ich würde sagen, wir gehen rein. Alles aufnehmen. Mal hoch hier rein in die gute Stube. Sehr schön. Oh, ja, ich habe viel zu viel mit. Aber ja. Wir wissen ja nicht, ob wir noch klettern müssen oder ob es noch irgendwo tief runter geht. Ja, hier waren auch schon ein paar Algis. Auf jeden Fall. Hier können wir auch schlafen. Trocken ist es hier auf jeden Fall, ja. Aber alter Schwede. Ich bin beeindruckt, sag ich ganz ehrlich. Das war doch nicht alles hier, oder? Nein. Das ist auch ein kleiner Raum. Das geht da hinten wieder raus, ne? Ja, wir können aber auch wieder da raus und dann einmal so rum. Ja. Können wir auch machen. Hier haben wir die andere Seite, die wir eben gesehen haben, wo wir durchkrabbeln könnten. Aber das tun wir nicht, weil ich da jetzt auch keinen Sinn sehe, da immer mich der Gefahr auszusetzen, da durchzukrabbeln. Also wie man sehen kann, da hinten geht es weiter. Das ist die obere Schicht. Ja, ich frage mich, was das für ein Bunker war. Naja, wir werden wahrscheinlich noch mehr sehen. So. Okay, wir wollen da hinten lang. Das ist fast so Richtung Sonne. Also, wichtigstes Equipment für Lost Place. Man kann Kompass dabei haben. Die alten Pfähle ja noch hier, das ist ja Wahnsinn, die alle. Das ist ja ein riesiges Militärgelände. Boah. Ist das ein alter Tank hier, oder? Riecht auch. Riechst du das? Hm? Das riecht auch ein bisschen hier so nach, irgendwie, keine Ahnung, Chemikalien oder Öl oder so. Alte Tankstation? Ja, das kann angehen, ja. Boah, es geht hier noch rein. Hier muss man aufpassen. Ich bin da mit dem Kopf gegengelaufen. Okay, da geht's wieder raus. Ha, okay. Das ist ein altes Bild. Und wieder raus hier. Und hier ist das Loch, wo ich eben rausgeguckt habe. Ich finde das richtig schick hier mit dem ganzen Moos drauf und so. Hat irgendwie was. Boah. Gehen wir zum nächsten.
Echt, wo man hier hingeht, gleich alles nebeneinander, überall Bunker. Okay. Die Frage ist, ob das wirklich als Kriegszeit ist, ne? Ich denke schon, oder? Ja, Kriegszeit oder nicht? Bunker sind allgemein interessant. Oh, hier kommen wir nicht weiter. Christian, man könnte auch echt fast behaupten, das ist ja wie so eine Bunkerstadt. Hier hast du ja ein Ding nach dem nächsten, Alter. Das ist der Wahnsinn hier. Ja, Bunkerstadt. Bunkerstadt, ja. Wie ist das überhaupt? Hier, ja. Oh, der hier scheint ein bisschen größer gewesen zu sein. Oh, da vorne geht's weiter. So, und hier war wahrscheinlich dann die Auffahrt. Sieht ein bisschen breit aus für PKWs. Jo. So. Das wird geiler. Mir gefällt das hier immer besser. Guck dir das mal an hier. Und da drüben hast du noch so ein Ding stehen, hast du gesehen. Wow. Ja, wir hätten hier übernächtigen können. Hier ist ein Pennkörn, ja. Cool, da gehen wir mal rein. Guck mal, hier liegt so viel Feuerholz drin. Entweder wollte man hier Feuer machen oder hier ein Bett bauen. Oh, der sieht auch lost aus, aber der liegt da wahrscheinlich noch nicht so lange. Hier wird wahrscheinlich auch immer öfters Party gefeiert. Was ist das denn? Guck mal hier, S-Bit-Vorlage. S-Bit in die Mitte, Topf rauf, kannst hier erstmal kochen. Geile Idee. Hier nochmal der große Bunker von der Seite. Heftig. So. Und
was ich nicht verstehe, vielleicht kann mir das einer von euch beantworten, die Dinger hier. Die haben hier so komische Löcher drin. Was denkt ihr? Was ist das? Also, naja, sieht aus wie so ein Schornstein. Aber ich denke mal eher, dass hier, keine Ahnung, vielleicht für Sauerstoff, oder denkt ihr auch, dass hier ist eher ein Schornstein? Schreibt es mal in den Kommentaren, wenn ihr es wisst. Ist auf jeden Fall sehr interessant hier. So. Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter. Wir können dann nochmal in das Loch gucken. Vielleicht ist hier jemand zu Hause. Ja? Okay, hier ist nichts drin. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten großen Bunker. Da ist hier die Öffnung von oben, die ich eben gezeigt habe. Wenn ihr es wisst, schreibt es in den Kommentaren. Da freue ich mich drauf. Gut, nächster Bunker. Oh, die stehen echt alle nebeneinander, das ist richtig cool. Ja, wir sehen gerade vor. Und da unten ist auch noch was, rechts. Das sieht aus wie ein Schulgebäude beinahe. Da unten rechts ist auch noch was. Ja. So. Gehen wir da hin. Puh. Ah, ich bin so aufgeregt. Gut, hier haben wir auch nochmal oben diese Löcher. Und wie ihr erkennen könnt, das ist nicht im Gebäude drin, also im Bunker, sondern außerhalb vom Bunker. Kann es vielleicht sein, dass es hier der Regenablauf ist? Kann gut angehen, glaube ich. So dass das Wasser oben halt nicht stehen kann. Dafür, glaube ich, ist das damals gewesen. Gut. Sieht aus wie XXL Super Shell da. Oh, passt bloß auf. XXL-TB, Zelt, würde ich sagen. Das ist auch so richtig geil. Da mal eine Nacht drin verbringen. Das ist... Boah. Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass meine erste Lost Place Tour so cool wird. Und auch nicht, dass ich so viele Aufnahmen kriege. Das ist ja mega. So. Gut, er meint, hier vorne geht's weiter. Ah, ich sehe schon, da ist der nächste Bunker. Oder vielmehr, das war ein großer Bunker. Genau in der Mitte gesprengt. Und jetzt sehen die Dinger aus wie Häuser. Auch richtig cool, wegen dem ganzen Moos da drauf. Puh, hier kann man echt wohnen. Oh, Greifvogel. Hier war eben ein Greifvogel drinne. Ja, hier kann man schön gemütlich sitzen. Ist trocken hier drinne. War kurz vor Mittag. Ja, hier haben wir eine Sitzbank. Hier haben wir unseren kleinen Tisch. Nochmal einen Ausgang. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das auch nochmal von oben an. Oh, hier ist der Nebenraum.
Und hier haben wir wieder so einen Ablauf. So, gehen wir mal nach oben. Zack. So. Ja, von oben sieht es natürlich alles ganz normal aus, nur ein bisschen hügelig. Aber von unten sieht es natürlich richtig geil aus. Leute, nicht nachmachen, sondern die Dinger sind immer einsturzgefährdet. Sehr gefährlich. Und deswegen solltet ihr auch nie alleine losgehen. So, gut. Dann geht's mal wieder runter. Oh, was ist da vorne denn? Ein alter Holzzaun. Warte. Da. Alter Holzzaun. Sehr schöne Gegend hier. Vielen Dank, Heiko. Vielen Dank, Heiko, für dieses Erlebnis. Also ein kleiner Applaus für Heiko. Oh, da kommt noch einer. Guti, weiter geht's. Hallo, nicht gegentreten, könnte eine Bombe sein. Ja, so wie das eine Mal, ne? Was? Was ist das? Heiko, bist du lebensmüde? Spring mal da gegen den Baum. Ahorn bricht schnell, ne? Ach so.